Was können Sie für Ihre Gesundheit tun? Einmal pro Tag 30 Minuten Bewegung und Sport. Einmal die Woche Zeit für Sexualität. Einmal im Monat Selbstuntersuchung der Hoden. Und einmal im Jahr eine Untersuchung beim Urologen. Prozent sind eigentlich Veränderungen im DNA, das heißt im Erbmaterial oder Lebensstilveränderungen, Umstände, die zu einem Prostatakarzinom führen. Ungefähr wird einer von sieben Männern an Prostatakrebs erkranken. Trotz verbesserter Medizin sterben noch immer 90.000 Männer jährlich in Europa an einem Prostatakarzinom, Österreich wiederum 1.100 jährlich, die daran versterben. Also wenn man es vereinfacht ausdrückt, kann man sagen, dass alles, was fürs Herz gesund ist, auch für die Prostata gesund ist. Die PSA-Untersuchung und das Screening mit dem PSA führt zu einer Früherkennung der Krankheiten, die bei einem Mann vorkommen können in der Prostata. Und dadurch, wenn ein Krebs diagnostiziert wird, wird er früher diagnostiziert und führt zu einer besseren Überlebenschancen und weniger Nebenwirkungen bei der Therapie. Und wenn Sie mehr wissen wollen zu Prostatakrebs, Vorbeugen, Diagnose und optimale Therapie, in diesem Buch von der MedUni.